Eine Legende ist zurück. Aber kann man mit dem kleinen Toyota Gia Supra eigentlich auch genug Spaß haben? Wir finden es heraus. Wir waren die letzten Tage, also Gio nicht, Gio ist hinter der Kamera, mit Toyota bei der WEC in Belgien beim 6-Stunden-Rennen von Spa, und zwar mit dem Toyota Supra. Und wir sind tatsächlich jetzt gerade auch in Köln bei Toyota, geben den Wagen zurück, aber ich dachte, bevor wir das machen, schauen wir uns den Wagen noch mal einmal kurz an und nutzen einfach die Zeit jetzt in aller Kürze zu schauen, was Toyota hier quasi als Nachfolger des legendären Supra MK4 auf den Markt gebracht hat. Wir wissen ja alle, der Supra ist kein echter Toyota mehr, wurde zusammen mit BMW entwickelt, steht auf der gleichen Plattform wie der BMW Z4, der sogenannten Klar-Plattform. Das heißt, die ganze Technik, die hier drunter steckt, genauso wie die Motoren, stammt von BMW. Rausgekommen ursprünglich ist ja der GR Supra mit dem 3 Liter rein 6-Zylinder, der beispielsweise im Z4 M40i steckt. Und nach einer gewissen Zeit kam Toyota dann auch auf die Idee, den GR Supra auch mit dem kleinen 4-Zylinder, dem sogenannten B48, zu bringen. Und der Motor steckt tatsächlich auch hier drunter. Das heißt, wir haben hier die kleine Variante, nicht den Pure, sondern den Dynamic mit 258 PS aus dem 2 Liter 4-Zylinder. Trotzdem von außen optisch muss man sagen, ist das Auto das gleiche wie der große GR. Und das ist schon mit eins der positivsten Dinge, denn optisch ist dieser Wagen meiner Meinung nach, unabhängig jetzt von dieser wirklich auch sehr coolen Farbe, eine absolute Wucht. Und das ist auch das, was mir so von den ganzen Leuten wiedergespiegelt wird, die dieses Auto an der Straße sehen. Wenn ich damit irgendwo herfahre, und es ist egal, ob das jetzt alte Leute sind, junge Leute sind, jeder gibt Thumbs up. Und das ist tatsächlich, finde ich, einfach so diesem Design zu schulden oder zu verdanken, um ehrlich zu sein. Diese lange Motorhaube, diese breite Spur, die schmale Windschutzscheibe, dieses Dach, nennt sich übrigens Double-Bubble-Dach. Wir sehen das hier, wie beim Toyota GT2000. Dann haben wir, wenn wir jetzt hier auf die Seite gehen, na, schau mal, Gio, ich bleib mal hier hinten stehen, den langen Radstand, dann dieses sehr, sehr kurze Heck, dieses schön abfallende Dach, hinten diesen Entenbürzel. Also designtechnisch hat Toyota hier sehr, sehr viel richtig gemacht. Und wenn man den jetzt vergleicht mit seinem direkten Bruder BMW Z4, fällt der schon deutlich mehr auf als der BMW. Wir haben hier in der Mitte hinten den Supra-Schriftzug, wie wir das auch schon beim MK4 gekannt haben. Einige sagen, hey, so ein Supra kann hier keine zweiflutige Abgasanlage links und rechts haben. Kann ich verstehen, ein Supra braucht vielleicht schon so einen zentralen, so ein zentrales Endrohr an der Seite. Aber gut, ist eben so. Was ich sehr cool finde hier, der Wagen ist echt dreckig gerade. Wir sind schön ein paar Kilometer mit dem Wagen gefahren. Es ist das zentrale Rückfahrlicht bzw. die Nebelschlussleuchte in der Mitte. Sehr Motorsport angehaucht. Und Kofferraum, seid gespannt, der ist nämlich komplett gefüllt. Kann so ein bisschen was schlucken. Passt auf jeden Fall. Da passt also schon ein bisschen was rein. Natürlich ist das jetzt nicht das praktischste Auto, aber im Gegensatz zum Z4, den es ja nur als Cabrio gibt, fürs Coupé ein akzeptabler Wert. Wir schauen mal einmal unter die Haube, die auch riesig groß öffnet. Und dann haben wir hier den Motor. Wir sehen diese riesige Motorhaube, wirklich brutal groß. Und wir sehen hier auch nochmal, wenn wir gleich fahren, spreche ich das nochmal an, was die Übersichtlichkeit angeht, dass wir hier einfach sehr, sehr viel Platz haben, der ja quasi unbenutzt ist. Also der Motor geht ja wirklich nur bis hier. Unabhängig jetzt, ob der jetzt den 6-Zylinder hat oder den 4-Zylinder, ist dieser Platz quasi immer leer. Genau, hier haben wir den B48 4-Zylinder. Gibt es, wie gesagt, auch mit dem 3-Liter 6-Zylinder. Und damit würde ich sagen, so von außen ist es für mich eine absolute 10 von 10. Man sieht ihn selten und immer wenn man ihn sieht, freut man sich. Und damit würde ich sagen, lass mal kurz den Innenraum anschauen. Und damit willkommen im Innenraum. Ich bin 1,95 Meter ungefähr groß und ihr seht, ich habe ein bisschen Platzprobleme. Das Auto ist kleiner als man denkt. Was wir hier erstmal sehen, ist tatsächlich BMW. Ne? Also wir haben hier in der Mitte das zentrale Display, was wir kennen mit dem iDrive-System. Wir haben hier sogar den iDrive-Schalter mit Menü, Media, Kommunikation, Map und so weiter, wie wir das bei BMW kennen. Dieses Auto schreit nach BMW. Das Einzige, was anders ist, ist das Lenkrad hier quasi. Da hätte man sich tatsächlich sogar ein bisschen von BMW inspirieren lassen können. Das finde ich ein bisschen klobig. Und ich muss auch sagen, den Lenkradkranz finde ich zu schmal, zu dünn. BMW hatte immer so einen richtig dicken Lenkradkranz. Hier finde ich ihn zu schmal.
Der Display hier vorne ist auch nicht von BMW inspiriert. Da sehen wir das hier in der Mitte zentral, die Drehzahlanzeige, Geschwindigkeit. Und dieser Bereich ist quasi immer schwarz, außer es gibt irgendwelche Warnanzeigen, die man anzeigen kann oder die Navigationsanzeigen. Wir haben hier in der Mitte so zwei Cupholder. Was ich sehr viel nutze, ist hier vorne tatsächlich die Lademöglichkeit mit QI, das heißt kabelloses Laden. Hier oben auch nochmal so eine kleine Ablagemöglichkeit. Wir haben hier in der Mitte den Sportschalter, den probieren wir gleich natürlich auch aus. Und wenn wir jetzt hier wieder nach hinten schauen, haben wir theoretisch auch nochmal diese Durchreiche in den Kofferraum rein. Was mir sehr gut gefällt, sind die Sportsitze. Die sind hier auch nicht serienmäßig, optional. Schön mit diesen Spangen, ihr seht es hier beim Beifahrer, lässt das Ganze auch nochmal sportlicher wirken. Seitenhalt haben die auf jeden Fall ordentlich. Man kann hier gut sitzen. Ich würde, wie gesagt, gerne ein bisschen tiefer sitzen. Liegt aber auch einfach daran, dass ich 1,95 Meter groß bin und dann für solche Autos nicht unbedingt gemacht bin. Aber bevor wir jetzt hier rumstehen, würde ich mal sagen, wir fahren mal eine Runde. Wir sind im Normalmodus, nicht im Sportmodus. Im Sportmodus ist der direkt so ein bisschen bassiger. Natürlich im Innenraum ein klein wenig elektronisch, soundmäßig auch unterstützt. Den Wagen habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht so lange gefahren, nur 2 Tage. Und das ist deswegen hier auch mehr wie ein erster Eindruck, sage ich mal, den ich so vom Fahrzeug sammeln konnte. Und am Anfang dachte ich mir so, als es hieß, ja Dominik, gib den Toyota Supra, aber den kleinen, den Dynamic, den 2.0. Und ich habe so, ich weiß ja nicht, irgendwie cooler wäre ja schon der große, der 3.0. mit dem 3 Liter 6-Zylinder und bin da etwas kritisch dran gegangen, um ehrlich zu sein. Lustigerweise hat es nicht allzu lange gebraucht, bis mich das Auto dann doch gepackt hat, denn er liegt echt gut auf der Straße. Das werden wir gleich hoffentlich merken, wenn wir hier den ersten Stau hinter uns haben. Aber auch das Ansprechverhalten und diese Sportlichkeit trotz der, ich sag mal, nur 2 Liter Hubraum und nur 258 PS, die ja auf dem Papier erstmal in der heutigen Zeit gar nicht mehr für allzu viel beachtet werden. Aber bevor ich da jetzt im Detail drauf eingehe, würde ich mal sagen, fahren wir hier erstmal aus dem Stau raus. Das Auto ist inzwischen warm gefahren, haben wir geschafft. Und das trotz des Stadtverkehrs. Wir sind ja hier mitten in Köln und ich dachte mir, komm, erzähle ich auch mal so ein bisschen noch mal kurz was über die Innenstadttauglichkeit dieses Autos. Und die ist, ja, wie soll ich sagen, in Ordnung bis ausbaufähig. Der Wagen ist schon hart abgestimmt. Das kann man einfach so sagen. Und das merkt man insbesondere hier auf den schlechten Straßen Kölns. Und ich muss sagen, ich bin nicht im Sportmodus unterwegs, sondern im ganz normalen Modus. Und selbst da ist das Auto einfach sportlicher abgestimmt, härter gefedert. Soll er ja eben auch sein, will er ja eben auch sein, ist ja eben auch ein Sportwagen. Und das zeigt er hier wirklich im Stadtverkehr zu 100%. Das zweite ist die Übersichtlichkeit dieses Autos. Der hat eine sehr, sehr lange Motorhaube, ein sehr kurzes Heck, breite Backen. Also der Blick in die Seitenspiegel ist auf jeden Fall ein Traum. Also wirklich, wenn ich da reingucke, ich denke mich jedes Mal so, boah, wie geil ist dieses Auto eigentlich designt. Nachteil ist natürlich nach vorne hin, ja, es ist schwierig abzuschätzen, weil das Auto halt sehr weit nach vorne geht, eine sehr, sehr lange Motorhaube hat. Dagegen ist der Blick nach hinten auf jeden Fall ein Traum, muss ich sagen. Also da, wo halt hinten dieser Entenbürzel ist, sag ich mal, hört das Auto eben auch auf. Was dann wiederum etwas schwierig ist, ist der Schulterblick, weil ich schaue hier richtig schön gegen die ABC-Säule, die halt sehr, sehr lang ist, weil wir dieses stark abfallende Dach haben. Das heißt, das ist nicht ganz so gut hier für den Stadtverkehr. Ich bin halt sehr, sehr groß. Ich sitze vergleichsweise hoch. Das heißt, auch zur Seite hin gucke ich hier viel gegen das Dach. Egal, wo ich herfahre und egal, was das für Leute sind. Ältere Menschen, jüngere Menschen. Jeder hat so ein Lächeln im Gesicht. Zumindest schaut jeder, was ist das für ein Auto? Und die Blicke bleiben auf jeden Fall hängen. So, wir machen jetzt das mit dem Auto, wofür es gebaut wurde. Etwas sportlicher fahren. Wir sind auf dem Weg in Richtung Autobahn. Wir haben in der Zwischenzeit Geo mal eben abgeholt.
Servus. Aber wir schauen jetzt mal, was der Wagen auch so sportlicherweise kann. Also, wir sind jetzt im Sportmodus, dritter Gang. Oh, jetzt müssen wir leider Gottes schon wieder runter vom Gas. Aber für die 258 PS, die der Wagen ja nur hat, macht der Laune. Geht gut voran, hört sich gut an. Aber wenn er an der Drehzahl ist, dann ist er auf jeden Fall auch sehr, sehr schön spontan. Und dann kommt ein kleiner Maluspunkt in diesem Auto und das ist tatsächlich die Bremse. Die Bremse finde ich zu weich. Das Druckgefühl ist zu lasch. Also so hart der für die Innenstadt auch gefedert ist und abgestimmt ist, desto mehr überfordert ihn der spontane Gasanstoß bzw. die Federung, weil er dann schon immer nach unten geht. Aber man merkt wirklich, dass er im Sportmodus ganz anders abgestimmt ist, spontaner ist und auch viel, viel länger den Gang hält, bis er dann irgendwann sich mal überlegt, ach komm, können wir mal hochschalten. Aber jetzt mit vollgepacktem Auto, zwei Leute, da merkt man schon, irgendwann oben wird es ein bisschen schwach. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Als ich alleine gefahren bin gestern mit dem leeren Auto, ja, das geht schon gut voran. Du bist schnell, auch so bei 220, 230. Und was mich besonders fasziniert an dem Auto ist, wie gut er auf der Straße liegt. Das können wir jetzt gerade hier auf der Autobahn nicht sehen. Aber das Kurvenverhalten, das ist schon wirklich ein Traum. Und damit würde ich sagen, ab zum Fazit. Ja, das hat ja mal wieder wunderbar funktioniert mit unserer Technik. Da war der Ton auf einmal weg. Aber kein Problem, machen wir an dieser Stelle eben ein Fazit 2.0. Und ja, was waren die Schreie groß, als es damals hieß, der Supra wird zusammen mit BMW gebaut. Kein echter Supra mehr, was soll das? Ohne diese Kooperation, die BMW und Toyota 2012 geschlossen haben, wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, einen neuen Supra zu bauen. Plus, der Supra hat halt super profitiert. Ne? Es gibt eine super technische Basis, die klar, Plattform, der B48-Motor, der B58-Motor, das Infotainment, also alles Themen, die Toyota sonst neu hätte entwickeln müssen. Das heißt aber auch für mich, ich bin mit erstmal vergleichsweise geringen Erwartungen an diesen Test gegangen. Ich muss sagen, dieses Auto hat mich überrascht im positiven Sinne. Handling, Antritt, Sound. Was mir nicht ganz so gut gefiel, das hatte ich ja auch schon gesagt, ist zum einen das Lenkrad. Das wirkte für mich ein bisschen minderwertig, auch ein bisschen zu dünn. Die Qualität der Sitze fand ich nicht so 100% optimal. Und dem Borddisplay vorne, da war ich jetzt auch nicht so ein großer Fan von. Obwohl es diese kleinen Faktoren gibt, die mir nicht ganz so gut gefallen haben, bin ich insgesamt doch mit einem sehr positiven Eindruck aus diesem Test rausgegangen. Was diesen Eindruck natürlich noch versteckt, ist der Preis. Ich finde, dass der neue Supra bzw. der aktuelle Supra ein gutes Preis Leistungsverhältnis bietet. Wir sind ja den Dynamic gefahren. Es gibt sowohl den kleinen, also den 2-Liter Vierzylinder mit zwei Varianten, einmal den Pure und einmal den Dynamic. Der Dynamic ist der etwas größere bzw. besser ausgestattete und der Pure startet bei 53.000 Euro. Der Dynamic, so wie wir ihn gefahren sind, startet bei 57.000 Euro und das Gute, da ist eigentlich, dass so gut wie alles auch schon ausgestattet ist, jetzt abgesehen von Farbe und Felgen. Es gibt noch ein Premium-Paket, was wir auch drin hatten, wo unter anderem die JBL-Box drin ist, das kostet nochmal 3.000 Euro mehr, sodass wir bei einem Neupreis von 60.000 Euro sind. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was kostet ein BMW Z4? Der Vergleich wäre ja der 30i, also auch der mit dem 258 PS Motor. Und da startet der Z4 nackt bei 61.000 Euro. Und so wie wir die deutschen Hersteller kennen und auch BMW kennen, ist dann nicht Ende der Fahnenstange, sondern dann kann man erstmal anfangen zu konfigurieren und sich den so ein bisschen preislich nach oben positionieren. Da wird es also nochmal deutlich teurer. Das heißt, für den kleineren Motor kann man beim Toyota deutlich günstiger einsteigen, als man das beim Z4 machen kann. Und ich habe mal den Service für euch gewagt und mich so ein bisschen auf dem Gebrauchtwagenmarkt umgeschaut. So ab 70.000 Kilometer Laufleistung starten die ersten Supra mit dem 258 PS Motor schon ab unter 40.000 bzw. Pi mal Daumen 40.000 Euro, wofür man wirklich ein Auto bekommt, was richtig viel Spaß macht. Und ich kann euch sagen, 258 PS in diesem Auto
ist nicht zu wenig. Und damit sind wir jetzt am Ende dieses Videos angelangt. Nicht wie ursprünglich gedacht am Supra, sondern hier bei mir in der Wohnung. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um weitere Videos nicht mehr zu verpassen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Mercedes AMG CLA. 35, so ist der Name. Ein bisschen mehr PS und zwei Türen mehr. Vielleicht ist das ja eher was für euch, wenn ihr jetzt nicht so Team Toyota seid. In dem Sinne, wir sehen uns in dem Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.